Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich darf noch ganz herzlich unter uns begrüßen den CDA-Landesvorsitzenden und Staatssekretär im Bundesministerium der Verteidigung, Dr. Ralf Brauksiepe. Herzlich willkommen. Und freue mich natürlich auch, dass neben dem WDR und Sat.1 der SWR und RTL West von diesem politischen Aschermittwoch übertragen. Ihnen allen ein herzliches Willkommen hier in der Kirch-Veischeder Schützenhalle und unseren Zuschauern im Internet beim Livestream. Wir freuen uns über Ihren Besuch und Ihr Interesse am 16. politischen Aschermittwoch der CDU Nordrhein-Westfalen. Wir freuen uns auch in diesem Jahr über die tatkräftige Unterstützung vor Ort bei der Vorbereitung und Durchführung dieser Veranstaltung. Und dafür sage ich allen Beteiligten ganz herzlichen Dank. Liebe Freunde, es war einmal ein schüchterner und unbeliebter Nerd. Unfreiwillig, durch Einwirkung von außen, entwickelte er Superkräfte und konnte plötzlich Netze spinnen und Menschen einwickeln. Nein, die Rede ist nicht von Martin Schulz, sondern von Spider-Man. Und diesen Comic gibt es bereits seit 1962, aber Netze spinnen und Menschen einwickeln. Darin ist auch Schulz ein Meister. Allerdings glaubt er, Superkräfte durch Selbstbewusstsein ersetzen zu können. Kürzlich, so wurde mir berichtet, wurde er an der deutsch-niederländischen Grenze kontrolliert. Das gibt es heute auch noch. Und der Bundespolizist hat ihn gefragt, können Sie sich identifizieren? Daraufhin kramt Schulz aus seiner Tasche einen Spiegel heraus, blickt kurz rein und sagt, ja, ich bin es. Meine lieben Freunde, in einem Anfall aktueller Realitätsverweigerung verstieg sich St. Martin kürzlich zu der Feststellung, Nordrhein-Westfalen hat eine der besten Landesregierungen. Zitat Ende. Von Brüssel, aus der Ferne betrachtet, mag jemandem, dem die Kenntnis Nordrhein-Westfalens und Vergleichsmöglichkeiten fehlen, einen solchen Schluss vielleicht wagen. Aber spätestens in Würselen, schon näher dran, muss man sich mit dem Blick auf den aktuellen Haushaltsplan dieser Stadt fragen, ist es wirklich eine der besten Landesregierungen, die zulässt, dass die Schulden je Einwohner für jeden der 38.000 Würselaner von 1.600 Euro in 2010 auf 2.600 Euro in 2019 steigen. Grundsteuer B erhöht, Gewerbesteuer erhöht, Millionen aus dem Stärkungspakt bezogen und das Ergebnis nach 7 Jahren SPD in der Landesregierung, 1.000 Euro zusätzliche Schulden für jedes neugeborene Kind in Würselen ab 2019. Das ist ungerecht, Herr Schulz. Welche Art von Wahlkampf soll das werden, Herr Schulz, Frau Kraft, bei dem jeder zweite Satz den Stempel der Unwahrheit versehen mit der Farbe des Populismus trägt? Wollen Sie beide, der eine als Vorzeigesozi aus NRW, die andere verschämt in seinem Schatten segelnd, das Postfaktische zur Strategie erheben und uns weiter vorgaukeln? Andere seien verantwortlich für dieses angeblich so ungerechte Land. Sie, die SPD, seien wirklich nirgendwo dabei gewesen. Aber jetzt, wenn man ihnen bei den kommenden Wahlen Verantwortung übertragen würde, dann wird alles besser. Sie, lieber Herr Schulz, liebe Frau Kraft, werfen einen Sprachschleier über dieses Land und die so tun, als verstünden sie alles, als sei dies die neue Heilsbotschaft des 21. Jahrhunderts, bringen sich in die Situation wie im Märchen von des Kaisers neue Kleider. Als Betrüger in die Stadt kamen und sagten, die Kleider, die wir machen, kann nur sehen, wer klug ist, wie sie mit ihren unsichtbaren Kleidern zum Kaiser und dem Hof kommen, alle probieren an. Und als der Kaiser sieht, dass sie nackt sind, erschrickt er, weil er denkt, nicht klug zu sein. Ich frage mal lieber meinen obersten Ratgeber, ob er die Kleider sieht. Der Ratgeber, gleiche Erfahrung, sieht nichts und sagt trotzdem wunderbare Samtumhänge. Jetzt bin ich geliefert, denkt der Kaiser, und so täuscht der eine den anderen, meine Damen und Herren, bis ein kleines Kind sagt,
da ist doch gar nichts. Sie sind alle nackt. Das große Nichts, das ist das Problem, wenn Sie jetzt bei der SPD in Ihren Veranstaltungen zusammenkommen. Nichts, aber auch gar nichts hat sich geändert an der Grundeinstellung der SPD. Aber einer verkauft dieses Nichts als der SPD neue Kleider. Und alle möchten dabei sein, weil keiner für so wenig klug gehalten werden möchte, dieses neue Kleid der SPD nicht zu sehen. Meine Damen und Herren, die Botanik kennt den Begriff der Panikblüte. Eine Pflanze am Absterben treibt ein Übermaß an Blüten aus. Am Rande des Untergangs wirft das Individuum alle Energie in die Erhaltung der Gattung. Und genauso war und ist das bei der SPD. Kurz vor dem Untergang, nahe an 20%, wurde die Panikblüte Martin Schulz getrieben. Aber diese Reaktion rettet die Pflanze ebenso wenig wie die SPD und deshalb lasst euch nicht täuschen und von Zwischenständen irre machen. Liebe Freundinnen und Freunde, in ganz Nordrhein-Westfalen gibt es kein Windkraftrad, das sich so schnell dreht wie Hannelore Kraft. Ende November 2016, ich bin überzeugt, dass Sigmar Gabriel ein guter Kanzler wäre. Ende Januar 2017, mit Martin Schulz hat die SPD die besten Chancen. Am 13. Februar in Westpol, ich weiß nicht, warum wir 2017 noch über die Agenda 2010 reden, am 20. Februar bei Hart aber fair, die wortreiche Abkehr von eben dieser Agenda. Liebe Freunde, am 18. Februar sprach Hannelore Kraft auf einem SPD-Parteitag. Und seitdem quälen mich zwei Fragen. In welchem Land lebt diese Frau und wer hat eigentlich in den letzten 7 Jahren in Nordrhein-Westfalen regiert? Zitat Nummer eins. Dass er, Schulz und wir alle eine hohe Glaubwürdigkeit haben beim Thema soziale Gerechtigkeit, hat auch mit der Politik zu tun, die wir hier in Nordrhein-Westfalen seit 2010 konsequent umsetzen. Zitat Ende. Ach was, Frau Kraft, warum ist dann nach 7 Jahren Rot-Grün die Kinderarmut in Nordrhein-Westfalen höher als in allen anderen westdeutschen Flächenländern? 36.500 Kinder mehr als noch 2011 müssen heute von Hartz IV leben. Zitat 2. Unser Nordrhein-Westfalen ist auf einem guten Kurs, auch und nicht nur, weil die Wirtschaft wächst. Zitat Ende. Ach was, Frau Kraft. Warum gab es 2015 dann zum ersten Mal in der Geschichte unseres Landes kein Wirtschaftswachstum? Letzter, 16. von 16. Und warum verzeichnet aktuell der Maschinenbau -4,5%, die Industrieproduktion -1,7% und die Chemie -2,7%? Zitat Nummer 3. Und ganz offen, wir verschließen uns keiner Diskussion, die wirklich mehr Sicherheit für Bürgerinnen und Bürger verspricht. Ach was, Frau Kraft. Wohnungseinbrüche in München vom Januar bis Oktober 2016 965. Wohnungseinbrüche in Köln in der gleichen Zeit über 2000, obwohl Köln kleiner ist. Sie haben nicht nur, Frau Kraft, vor der steigenden Kriminalität in Nordrhein-Westfalen kapituliert. Sie und die regierungstragenden Fraktionen haben jeden Antrag der CDU im Landtag abgelehnt. Keine Videoüberwachung, kein Predictive Policing, keine Schleierfahndung. Sie haben sich jeder Diskussion verschlossen. Zitat 4. Da reden wir auch über das schnelle Internet. Die Zusage gilt bis 2018 mindestens 50 Megabit flächendeckend. Zitat Ende. Ach was, Frau Kraft. Die gute Nachricht zuerst. Meine Internetgeschwindigkeit zu Hause in Nümbrecht hat sich im Januar verdoppelt. Von 3 auf 6 Megabit. Und nun die schlechte Nachricht für Sie, Frau Kraft. Wenn Ihre Zusage auch für mich gilt, dann erwarte ich Sie und das ganze Kabinett morgen früh mit Hacke und Schippe vor meiner Haustür, damit der Graben zum 2 Kilometer entfernten Verteiler bis Weihnachten fertig wird. Liebe Freunde, erinnern Sie sich noch, vielleicht mag es der ein oder andere noch im Kopf haben, an Herrn Turtur. Im Kinderbuch von Michael Ende verirren sich Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer in der Wüste.
Am Horizont bemerken sie eine riesige Gestalt, vor der sie Angst haben. Je näher sie kommen, erweist sie sich jedoch als Mann von ganz normaler Größe, der sich als Herr Turtur vorstellt. Ein Scheinriese. Ähnlich geht es mir, wenn ich auf die Projekte, Vorhaben, Pläne und Versprechungen unserer rot-grünen Landesregierung schaue, mit Abstand betrachtet, wirken einige wie respekteinflößende Vorhaben. Aber je näher man ihnen kommt, umso mehr schrumpfen sie. Manche kann man, wenn man näher dran ist, gar nicht mehr erkennen. Unmittelbar nach der Verkündung viel Respekt, sich diesen großen Vorhaben zuzuwenden. Nach einiger Zeit Irritation, dass kein Fortschritt erkennbar ist. Heute berechtigte Enttäuschung und Verärgerung. Keines der von Hannelore Kraft versprochenen großen Vorhaben wurde auch nur ansatzweise verwirklicht. Kein Kind zurücklassen. Das zentrale Versprechen beim Amtsantritt der Ministerpräsidentin krachend und mit Attest versehen gescheitert. Die von ihr angekündigte Digitaloffensive, Megabits, Megahertz, Megastark. Ein Rohrkrepierer im wahrsten Sinne des Wortes. Das Maßnahmenpaket für mehr innere Sicherheit, ein Schlag ins Wasser. Die Polizei in ländlichen Regionen ausgedünnt, Wachen nachts geschlossen, Streifenwagen verringert. Liebe Freunde, trotz einiger Übereinstimmungen zwischen der Figur des Scheinriesen im Kinderbuch und den rot-grünen Vorhaben gibt es einen wichtigen Unterschied. Im Kinderbuch ist der Scheinriese aus der Ferne betrachtet erschreckend und erweist sich vom Namen als sympathisch. Bei Rot-Grün ist es umgekehrt. Jetzt, liebe Freundinnen und Freunde, ist die Zeit, im Land wieder Politik zu machen, die auch aus der Nähe betrachtet das hält, was sie verspricht. Dafür steht die CDU Nordrhein-Westfalen. Dafür steht ihr Spitzenkandidat Armin Laschet. Mit ihm gemeinsam können wir die Landtagswahl gewinnen, wenn wir sie gewinnen wollen. Und ich bin sicher, wir werden sie gewinnen, weil wir sie gewinnen wollen. Wir gehen mit Armin Laschet. Wir gehen mit Armin Laschet geschlossen in die kommenden 74 Wahlkampftage, weil wir NRW zu einem sicheren Land machen wollen, weil wir die Wirtschaftskraft unseres Landes entfässeln wollen und weil wir Bevormundung abschaffen werden. Und weil wir mit dir, lieber Armin, einen Ministerpräsidenten haben werden, der Nordrhein-Westfalen zu einem Aufsteigerland machen wird. Du hast das Wahlprogramm mit einem Dreiklang versehen, der schon lange dein Leitspruch ist. Zuhören, entscheiden, handeln. Trotz des starken Inhalts, 100 Seiten lesen, ist nicht jedermanns Sache. Daher von mir die Zusammenfassung in drei Buchstaben. SKL. Schulz schrumpfen, Kraft kippen, dann lacht Laschet. Ich freue mich jetzt auf deine Rede beim 16. politischen Aschermittwoch der CDU Nordrhein-Westfalen und danke Ihnen fürs Zuhören.